Kämpfen lernen, mehr als bloß Sport, findet Karim Mabrouk. Wer ein Ziel vor Augen hat, hört nicht auf Extremisten. Das ist die Idee seiner Initiative Not in God's Name. Mit 14 habe ich angefangen, Kickboxen zu trainieren. Inzwischen bin ich österreichischer Staatsmeister. Das ist mein Dschihad. Er kämpft gegen Islamisten und jetzt auch mit dem Rechtsruck in Österreich. Immer wieder Österreich, immer wieder Österreich. Karim Mabrouk ist Wiener mit ägyptischen Wurzeln. Mit 24 schon mehrfacher österreichischer Staatsmeister im Kickboxen. Kurz nach Mitternacht, Vendetta-Fight in einer Halle in Wien. Ein wichtiger Titelkampf. Wegen einer Verletzung kann Karim nicht selbst kämpfen, aber sein Trainingskollege Wahid soll gewinnen. Für mich ist es ein Lebensstil, würde ich sagen. Also kämpfen im Ring, aber auch im Leben. Irgendwie immer nach vorne schauen, zielstrebig sein Ziel verfolgen. Das hat mir viel mitgegeben, also im Leben, der Kampf. Ja. Du Schnitzel klopfen mal. Ja. Herzlich willkommen, Wahid Hippe! Mixed Martial Arts. Hart, brutal, fast alles ist erlaubt. Drei Runden, a 3 Minuten. Kurz vor Schluss steht es unentschieden. Die letzte Runde zählt. Letzte Minute, komm! Komm jetzt, kick! 30, komm! 10 Jahre. Runde 4, extra Runde. Nochmal. Wahid gewinnt. Es sieht vielleicht brutal aus, aber eigentlich, naja, man muss ein bisschen brutal sein, man muss aggressiv sein. Jedoch nur im Ring, außerhalb vergeht das alles und ist man eigentlich viel friedlicher als ohne den Sport. Ein spezielles Milieu. Veranstalter ist die umstrittene bosnischstämmige Rockergruppe United Tribunes. Im Publikum überwiegend Migranten. 1,9 Millionen Menschen in Österreich haben einen Migrationshintergrund. Das sind 22% der Bevölkerung. Vom Boxring ins Klassenzimmer. Die Mitglieder von Not in God's Name wollen mit Schülern einer Mittelschule über den Islam und über islamistische Terroranschläge sprechen. Wir vertreten heute das Projekt Not in God's Name. Ich habe heute für euch 4 ganz besondere Gäste mitgebracht. Wir sind schon ganz gespannt, vor euch zu reden. Wir werden jetzt mit euch ein paar nette Gespräche führen. Ihr könnt Fragen stellen zu jeder Themengruppe. Weil wir kennen alle die Fälle. Ja, da ist ein Mann mit einem Lastwagen in eine Menschengruppe gefahren. Und der hat diese schwarze IS-Fahne gehabt. Warum machen sie das? Keiner. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Weil die Menschen sterben einfach, die haben null, gar nichts gemacht und so. Also ich fühle mich einfach traurig. Naja, natürlich ist es falsch, also da gibt es nichts zum Diskutieren. Das sollte kein Moslem machen, kein Mensch machen. Also ist egal, welcher herkommt. Man sollte niemanden unschuldig töten, das weiß jeder und das ist menschlich. Da braucht man keine Religion haben. Und
ja, ich versuche hier das Beste beizutragen und das beste Beispiel abzugeben für einen Moslem. Sie sind Vorbilder. Die Schüler hören ihnen zu. Ja, habe immer die ganzen Filme geschaut, Rocky. Und also am meisten hat mir Rocky gefallen und war dann immer motiviert nach diesen Filmen. Ich habe jetzt ca. 50 Kämpfe und ja, davon habe ich, glaube ich, 12 verloren. Den Rest gewonnen? Den Rest gewonnen, ja. Unentschieden keine. Ich habe sogar teilweise die okay, das darf ich jetzt eigentlich nicht sagen. Aber teilweise die Schule geschwänzt, um trainieren zu können. Aber das war, ja, das sollte man nicht machen. Mit dabei Gamze Altindasch, eine Frau als Boxerin. Ungewöhnlich. Ich wollte nur fragen, was haben eigentlich eure Eltern gesagt, dass ihr das, also das Boxen und so, was haben die Eltern dazu gesagt? Meine Eltern waren nicht begeistert davon, weil sie gemeint haben, musst du unbedingt das machen, was die Burschen machen, das ist auch so aggressiv. Und haben gemeint, du bekommst gleich eine schiefe Nase, aber meine Nase ist noch immer gerade, ich habe noch nichts auf die Nase bekommen. Ja, die Eltern waren noch nicht, also waren nicht begeistert, aber jetzt unterstützen sie mich dabei, weil sie sehen, dass ich auch durch das Thai-Boxen an solchen tollen Projekten teilnehmen kann und mitwirken kann. Und als Frau ist es dann doch anders zu sagen, ich bin Kampfsportlerin, ich kann Thai-Boxen. Ist man selbstbewusster und man kann sich auch gut verteidigen. Also Mädels, ihr könnt euch dann wirklich gut verteidigen nach dem Kampfsport. Ich habe gedacht, Frauen dürfen sowas nicht machen bei dem Islam und so, das ist verboten. Aber jetzt weiß ich, dass wenigstens ihre Eltern sie unterstützen und so. Also für mich ist das, also ich finde das urnett von den Eltern. Was sie gesagt hat, dass sie hat nie aufgegeben, ihre Familie und ihre Freunde waren bei ihr und ja. Da war ich überrascht. Als Frau, dass sie sich das zutraut, das zu machen, ist wirklich gut. Vorbilder für die Mädchen und die Jungs. Karim, er ist so aufgebaut, er kann, glaub ich, gut kämpfen. Karim will noch mehr junge Menschen erreichen und nutzt dafür auch das Internet. Mein Name ist Karim Mabruk und ich habe mich gegen den Hass entschieden. Mit 14 habe ich angefangen, Kickboxen zu trainieren. Inzwischen bin ich österreichischer Staatsmeister. Das ist mein Dschihad. Im Training, da habe ich gesehen, dass ich nicht alleine bin. Mein Glaube hat mich gelehrt, standhaft zu sein. Im Ring musst du alles geben, aggressiv sein. Aber danach, da sind wir Brüder. Scheißegal, ob mir dein Jude, Moslem oder Christ gegenübersteht. Außerhalb des Rings, da respektieren wir uns. Wenn die Prediger einreden, du kannst hier in Österreich nichts erreichen, dass du es nicht schaffen kannst, dann sollst du wissen, es gibt hier eine Gemeinschaft, du hast hier einen Platz. Aber wie lange noch? Die rechtspopulistische FPÖ kam bei der Wahl auf 26%. Und die konservative ÖVP ist beim Thema Migration inhaltlich weit nach rechts gerückt. Die gebürtige Syrerin Lela Mirso, eine Vorzeigemigrantin, würden rechte Parteien sagen. Der Islam ist eine nicht reformierbare Religion, meint sie. Und Syrien, ein sicheres Rückkehrland, der Krieg sei ja vorbei. Am Abend hält sie einen Vortrag in einer Gaststätte, organisiert von der FPÖ. Der Koran, ein Handbuch des Terrors und der Intoleranz, sagt sie. Bei der FPÖ ist sie oft zu Gast und schreibt auch für rechtsgerichtete Publikationen. Bei ihrem Vortrag dürfen wir nicht dabei sein. In rechten Kreisen gilt sie als Islamkennerin. Sie bezeichnet sich als interkulturelle Trainerin. In ihrer Freizeit baut sie Pfeifen. Die Arbeit von Initiativen wie Not in God's Name, ein netter Versuch, meint sie. Aber er werde dem Ernst der Lage nicht gerecht.
Ich kann kein Problem lösen, indem ich Sport anbiete. Es ist ähnlich wie mit den Drogen, Anti-Drogen-Initiativen. Es ist ganz nett, es erreicht den einen oder anderen. Man spricht vielleicht kurz darüber, aber letztendlich, wenn ich in den falschen Kreisen bin, schwachen Moment habe, wird mich so ein Plakat nicht abhalten davon, keine Drogen zu konsumieren. Und ähnlich ist es eben in den Anti-Radikalisierungsmaßnahmen. Wenn Jugendliche oder junge Erwachsene eben schon im Fahrwasser drin sind, dann macht man sich schon was vor, dass man sie mit solchen Initiativen erreichen kann. Das ist, denke ich, zu blauäugig. Da muss man eben genau hinschauen, welche Projekte ergeben sind, sind nachhaltig und welche sind reine Placebo-Projekte, reiner Aktionismus, der eigentlich ins Leere läuft. Da gehört genauer hingeschaut und genau überlegt, wo die Gelder eben sinnvoll investiert werden. Von Anfang an hat Not in God's Name um staatliche Fördergelder kämpfen müssen. Vor 2 Jahren haben Daniel Benyes und Alexander Karakasch mit Karima Brug die Initiative gegründet. Jetzt endlich bekommen sie etwas Geld. Damit wollen sie mehr Schulen besuchen, auch im Ausland aktiv werden. Basisarbeit, meint Alexander Karakasch. Wir wissen, dass wir nicht alle erreichen und dass wir von dem Konzept nicht jeden Jugendlichen, der in die radikale Richtung denkt, erreichen. Aber uns ist immer wichtig, wenn wir nur diesen einen erreichen, der jetzt statt ins Internet zu gehen und sich eine Anleitung zu einer Rohrbombe baut, statt dem zum Not in God's Name Sport mit Vorbildern doch geht. Mittags kurz vor 12. Genug geredet. Jetzt geht's zum Sport mit den Idolen. Sie wollen sich bewegen. Eineinhalb Stunden lang sollen sie sich auspowern. Ja, alle im Kreis laufen. Geht schon. Los. Ja, sehr gut, Mädels. Super. Atmen nicht vergessen. Atmen nicht vergessen. Verteilt euch. Geht auf Beine ein bisschen breiter auseinander und wir gehen. Dreimal die andere Seite. So die erste Fahrt wieder in die Mitte. Okay. Das andere Bein. Jetzt ein Arm. Fähr rüber. Okay, wir bringen den. Kommt sie rüber? Rutschen her. Augen zumachen. Und wenn ich klatsche, aufstehen und bis rüberlaufen. Schauen wir, wer erste ist. Los! Nein, warte, wenn ich klatsche. Nicht nur los sein. Augen zu, konzentrieren. Aber wie kann Sport gegen Hass helfen? Was haben Bauchmuskelübungen mit Respekt zu tun? Ich glaube, du warst das. Mit wem hast du da die Bauchmuskelübung gemacht? Mit ihm, gell? Ja. Okay. Statt ihm zu motivieren, hat er gesagt, komm, du Fettsack, mach und so. Das solltet ihr nie machen, ja? Versucht immer, eurem Partner zu helfen. Motiviert ihn, sagt, komm, weiter, komm, du schaffst das. Gebt ihm Kraft, baut ihm auf und so. Nie runter machen. Tut immer euch einander helfen, okay? Hat es euch Spaß gemacht? Entschuldigung. Ja. Uns ist wichtig, dass ihr wisst, ihr habt da Freunde, ihr habt da Vorbilder, die das Gute für euch wollen. Bevor ihr da auf irgendwelche schlechten Vorbilder hört, hier habt ihr eure richtigen Vorbilder. Ja. Komm her, setz dich da. Okay, erste Übung. Stehen, treffen und nicht, wenn er kommt, versuchen auszuweichen, okay? Also treffen und nicht getroffen werden, okay? Die Lektionen sind klar. Aber hat das eine längerfristige Wirkung? Was meinen die Lehrerinnen? Wenn sich jemand sportlich betätigt, zu dem man hinaufschaut, den man eben als Vorbild hat, dann denke ich schon, dass das einen großen Einfluss darauf hat, dass man sich selber vielleicht auch eher aktiv bewegt, Sport macht, vielleicht das eine oder andere neue ausprobiert oder einfach mal ja, sich überlegt, okay, wo will ich hin, wie kann ich das erreichen? Die haben das auch erreicht. Ich finde das schon toll, ja.
Es ist anders wie alle anderen Projekte. Ja. Also ich habe noch nie so ein Projekt gehabt, was auch dieses Thema wirklich behandelt hat, weil eher die Leute sagen, na, es ist ein Tabuthema, wir thematisieren das gar nicht. Und das haben wir einfach noch nie gehabt. Ausgestreckte Hände als Nein zu Gewalt fürs Erinnerungsselfie. Gamze Altindasch ist erst seit kurzem dabei. Im Internet ist sie auf das Projekt gestoßen. Sie studiert Jura, arbeitet in einer Anwaltskanzlei, hat viel zu tun. Trotzdem wollte sie unbedingt mitmachen. Auf der Startseite von dem Projekt habe ich dann gesehen, dass sie mit Karim Mabruk und Forza Digi in einer Schulklasse waren. Und sie haben dann auch schön ganz groß geschrieben, dass sie das Thema Respekt und Gleichbehandlung von Frauen und Männern besprochen haben. Und ich habe mir dann halt gedacht, wenn sie schon über dieses Thema reden, Gleichbehandlung Frau und Mann, wo ist denn diese Frau? Gamze ist gläubige Muslime. Aus ihrem Umfeld weiß sie, dass Gewalt gegen Frauen ein Problem ist. Das ist ihr Thema. Ich habe leider nicht nur in der Arbeit, sondern auch in meiner Umgebung sehr viele Fälle von Frauen, die Gewalt in der Ehe haben, die sich scheiden lassen wollen, aber sich nicht trauen bzw. nicht können, weil sie Kinder haben und selber keine Ausbildung haben und auch noch nie gearbeitet haben. Das heißt, sie haben ein Monster bei sich zu Hause, der sie schlägt, der sie missachtet, der sie misshandelt. Wenn eine Frau zu mir kommt und zu mir sagt, bitte hilf mir, ich möchte diesen Mann loswerden, es trifft mich sehr stark. Die 25-Jährige will Staatsanwältin werden, um genau solche Frauen und Mädchen zu verteidigen. Und sie will ihnen Selbstverteidigung, das Kämpfen beibringen, damit sie sich notfalls wehren können. Erst seit einem Jahr geht sie zum Thai-Boxen. Zweimal pro Woche, abends nach der Arbeit. Und seit kurzem bringt sie das Kickboxen auch anderen bei. Man müsse genau hinschauen, warum jemand zum Training kommt, meint sie. Denn es gäbe auch Schüler, die sich draußen auf der Straße prügeln wollen. Ich selber habe auch eine Gruppe mit Jugendlichen, die ich trainiere. Und vor jeder Einheit sage ich, dass wenn irgendjemand ein persönliches Problem mit jemandem anderen hat beispielsweise, dann sollen sie das bitte gleich lösen und nicht den Kampfsport als Gelegenheit sehen, um ihm eine in die Fresse zu schlagen. Und deswegen, also es ist, wir halten doch Leute davon ab, Gewalt anzuwenden auf unfaire Weise. Karim wartet nicht, bis sie zum Training kommen. Er spricht Jugendliche in seinem Viertel an. Wie heißt du? Karim. Mabruk. Ich wohne hier. Da, in diesem Haus? Nein, in Rosa Bau. Bist du Thai-Boxer immer noch? Ja. Wie machst du K.O. geschlagen? Zeig. Welcher bist du? Rechts? Ja. Hat er geblutet? Mhm. Und bei Thai-Boxen nicht machen? Ellbogen das. Aber darf man Kiefer brechen, Bein brechen, alles? Ja, es kann passieren. Gestern hat sich ein Freund von mir Kiefer gebrochen. Wegen was? Auch wegen. Den Gegner absichtlich zu verletzen ist tabu, erklärt er ihnen. Es gehe um Fairness beim Kampfsport. Ich spiele auch ein bisschen mit. Okay. Wenn ich sehe, dass jemand irgendeinen Blödsinn oder sonst was im Kopf hat und irgendwas machen will oder sonst was, spreche ich den direkt drauf an. Und ja, so meistens passiert es halt zufällig, aber ich gehe trotzdem
bewusst da auf die Leute zu und auf die Jugendlichen, speziell Jüngere. Eben in der Altersgruppe würde ich sagen, am meisten so 10 bis 16 Jahre, das ist die gefährlichste Altersgruppe, würde ich sagen. Wir gehen nach Hause jetzt. Karim ist hier aufgewachsen, einer von ihnen, und als Kickboxer bekannt geworden. Auf ihn hören sie. Seine Eltern sind aus Ägypten gekommen. Sie waren eine der ersten ausländischen Familien im Viertel. Die Atmosphäre in ihrer Nachbarschaft hat sich verändert, findet seine Mutter. Es seien schon einige junge Männer in den sogenannten Dschihad gezogen. Wie geht das? Wirklich, das ist so katastrophal. Ja. Also letztes Jahr habe ich eine türkische Frau gesehen und sie war so traurig und sie hat niemanden gefunden, der mit ihm redet und sie hat angefangen zu weinen und sagt, seit einem Jahr weiß ich nicht von meinem Sohn. Er hat zuletzt angerufen vor ein paar Monaten und hat gesagt, ich bin in Syrien und hat aufgelegt, fragt nicht mehr nach mir und so. Und er ist 15 oder 16 Jahre. Und so passiert immer wieder, also solche Sachen. Emre wollte auch nach Syrien in den Heiligen Krieg. Bei der Ausreise aus Österreich wurde er gefasst. Also, ich hatte so ein Gefühl, dass der Staat uns hasst. Also die, die dazugekommen sind, die Ausländer. Und somit habe ich mir dann gedacht, dann gebe ich denen halt mal Gründe, um mich zu hassen, anstatt zu versuchen, denen Gründe zu geben, mich zu mögen. Weil sie mich sowieso nicht mögen werden. Das hat mir auch einen Grund gegeben, mich mit dem IS zu beschäftigen. Heute arbeitet Emre gegen Radikalisierung, bleibt dabei anonym. Denn er weiß, wie gefährlich die Islamisten sind und wie schwierig es ist, vom IS wegzukommen. Sie laden dich zum Essen ein. Sie gehen mit dir Fußball spielen, reden mit dir über verschiedene Sachen, laden zu sich nach Hause ein, zu einem PlayStation-Abend oder was auch immer. So, dass einem dieser Freundeskreis gefällt und man da drin bleiben will, in diesem Freundeskreis, und da nicht raus will. Für das Projekt Jamal al-Khatib kämpft er in einem Video gegen sich selbst. Genau genommen könnte auch ich ein Dschihadist sein. Denn Dschihad bedeutet übersetzt Anstrengung, um ein besserer Mensch zu werden. Dabei gibt es nur einen Gegner und dieser Gegner bist du selbst. Wenn da zwei Wege sind, einer mit Asphalt und einer mit Steinen und Hindernissen. Der Weg mit den Steinen ist der, wo es um einen selbst geht. Mit dem IS war Emre zum ersten Mal im Gefängnis in Kontakt gekommen. So ist es bei vielen. Deshalb müsse auch dort mehr getan werden, sagt der islamische Gefängnisseelsorger Ramazan Demir. Stattdessen schüchtere das politische Klima viele Initiativen ein. Sie trauten sich nicht mehr, Forderungen zu stellen. Weil sie Angst haben. Weil sie Angst haben, dass sie nicht mehr Fördergelder bekommen, um ihren Job, um ihre Zukunft. Aber ich glaube, wenn wir nicht heute Tacheles reden, wann denn dann? Ich meine, wir müssen doch, wo sind wir denn? Wir leben hier in Österreich, ja? Wir müssen doch auch einfach offen alles sagen können, was uns im Herzen ist, wie wir die Sachen sehen. Die Gefängnisse seien Brutstätten der Radikalisierung, sagt er. Drinnen machten Falschinformationen über den Islam die Runde. Für Islamisten sei es sehr leicht, Nachwuchs anzuwerben. Es werde immer schlimmer. Und es sei sehr schwierig, etwas dagegen zu tun. Denn die Politiker schauten einfach weg. Was so weh tut, ist, ich bekomme keine Unterstützung von der Politik. Stellen Sie sich vor, wenn der Innenminister jetzt Heinz-Christian Strache wird und der Norbert Hofer Justizminister wird, dann haben wir null Chance, irgendwie überhaupt noch Planstellen zu bekommen. Geschweige denn, dass wir ehrenamtlich die Gefängnisse besuchen und so. Ich weiß es wirklich nicht. Also ich sehe die Zukunft leider gar nicht positiv. In Österreich werde Politik auf dem Rücken der Moslems gemacht. Das schüre Hass auf beiden Seiten. Zeit fürs Mittagsgebet. Karim steht zu seiner Religion.
Also ich bin, kann man sagen, sehr religiös. Und ja, meine Religion bedeutet mir sehr viel. Würde ich sagen, sie steht an erster Stelle. Und also ich bete 5-mal am Tag, versuche meine Gebete einzuhalten, zum Freitagsgebet zu gehen und versuche auch echt die ganzen Pflichten im Islam nachzugehen. Es wird immer schwieriger, als Moslem in Österreich zu leben, meint er. Dennoch, weggehen ist für ihn keine Option, auch wenn es in anderen Ländern einfacher sei. Zum Beispiel in Holland ist es vielleicht schon ein bisschen besser, da sind die Leute vielleicht offener. Und was ich auch bemerkt habe, da sind viel mehr Moscheen mit Minaretten. Und da ist es, da wird die Religion viel leichter ausgeübt. Also da lassen sie ihnen eine große Freiheit. Ganz anders als hier. Also das hier ist die einzige Moschee in ganz Österreich, die ein Minarett hat. Moslem. Das war immer schon ein Thema. Ja, man wird oft blöd angeschaut oder merkt, dass man da einfach nicht willkommen ist. Und die befürchten schon, dass es schlimmer wird. Vor allem muslimische Frauen bekommen die wachsende Ablehnung zu spüren, meint Gamze. Sie ist nach dem Boxtraining auf dem Weg zu ihren Freundinnen. Junge Frauen werden seltener aggressiv oder radikal. Aber sie werden immer öfter Opfer fremdenfeindlicher Übergriffe. Und kommen deshalb zum Kampfsport. Die haben ein Kopftuch getragen und sie haben davon erzählt, dass sie Selbstverteidigung lernen möchten, weil sie auf der Straße von Männern angegriffen werden, die versuchen, ihre Kopftücher runterzureißen beispielsweise. Auch wenn die drei Freundinnen zusammen unterwegs sind, bekommen sie so etwas zu spüren. Etwa jeder Dritte regt sich auf, weil Hanifa ein Kopftuch trägt. Da kam ein Fahrradfahrer und hat einfach mal scheiß Terroristin geschrien. Oder ich hatte, also nach Unischluss haben wir einen Spaziergang gemacht, da kam wieder ein Fahrradfahrer uns entgegen und hat eben, also fuck Islam geschrien. Oder genau, ja, wir waren dann auch spazieren, dann kam wieder ein Fahrradfahrer von hinten, hat dann, was hat er geschrien? Scheiß Hurenkanaken hat er geschrien. Also wenn es in Zukunft wirklich so weitergehen sollte, dass wirklich sich dieser Rassismus so extrem ausbreitet und das, also wenn jeder wirklich so auspacken darf, wie er will, dann kann ich mir auch sogar vorstellen, hier wegzuziehen. Das ist schon eine sehr extreme Entscheidung, finde ich. Aber ich muss ja auch irgendwie schauen, wo es mir gut geht und wo nicht. Warum wird immer über Integration diskutiert, fragen Sie sich. Sie können das Wort nicht mehr hören. Sie sind in Wien geboren und doch nicht richtig willkommen. Am Abend nimmt Gamze am Kerzenlauf der jüdischen Gemeinde teil. Gedenken an die Novemberpogrome 1938 in Wien. Zusammen mit anderen muslimischen Mitgliedern von Not in God's Name möchte sie ein Zeichen setzen. Solidarität auch über die Religion hinaus. So wünscht sich Gamze ihr Österreich. Genau, aber nicht vergessen, wie vorher, Hände drauf. Solidarität zwischen den Religionen. Diese Idee wollen sie auch im Sport umsetzen. Jüdische und muslimische Teilnehmer sind am Abend zum kostenlosen Training gekommen. Karim hat sie gezielt über Facebook dazu aufgerufen. 4, bleib oben, links, rechts, 2, 3, 4. Ausweichen, schau. 1, 2, 3, stopp, okay, stopp. Habt ihr auch Österreicher in der Klasse, oder? Ja, 2. Nur? Zum Beispiel, was machst du? Welche Schule machst du? Ich gehe in die Handelsschule. Was sind die Noten? Geht. Es ist immer wichtig, dass ihr halt Ziele habt im Leben und die verfolgt. Genauso wie im Sport auch. Wenn ihr zum Beispiel im Kampfsport, ist immer wichtig, durchbeißen. Und eigentlich in jeder Sportart, aber überhaupt im Kampfsport ist es sehr wichtig, weil ihr da alleine seid.
Sich durchbeißen, weitermachen. Das wollen die Mitglieder von Not in God's Name. Egal, ob die neue österreichische Regierung sie unterstützt oder alleine lässt.